Machen wir ein Picknick, schlug Schneewittchen vor. Wir haben aber nichts zum Essen, bemerkte der Prinz. Oder hast du was mit? Soll das heißen, begann Schneewittchen genervt. Du fliehst ohne Fressalien aus dem Schlaraffenland? Du meine Güte, wie blöd kann man denn sein? Hast du nicht zufällig einen Vetter, der einen Zaubertisch besitzt oder sowas? Fragte der Prinz hoffnungsvoll. Doch, bestätigte Schneewittchen, aber der wohnt ganz am Ende des Märchenwaldes. Bis dahin sind wir verhungert. Naja, schauen wir halt am Knusperhaus vorbei. Der Prinz bekam eine Gruselgänsehaut. Und wenn die Hexe da ist? Ihr Ofen ist legendär. Blödsinn, schüttelte Schneewittchen den Kopf. Das sind doch alles nur Horrorgeschichten, die man kleinen Kindern erzählt, um sie davon abzuhalten, fremde Leute Häuser aufzuessen. Die Knusperhexe ist total harmlos. Bist du sicher? Absolut, nickte das Mädchen. Mutig schritt Schneewittchen voran durch den düsteren Wald. Ängstlich folgte Chrysant. Nach einem ausgedehnten Marsch fanden sie tatsächlich das sagenumwobene, geradezu köstlich aussehende Lebkuchenhaus. Die Fensterrahmen waren aus buntem Zuckerguss, die Wände bestückt mit den herrlichsten Süßigkeiten. Karamellbonbons, Lakritze, Gelee-Bananen, Schaumzucker-Erdbeeren, Weingummifröschchen, Mäusespeck und Marzipan. Ich werde mir die Figur ruinieren, aber was soll's, seufzte Schneewittchen und knabberte delikat an einem Fensterladen, der herrlich nach Zimtstern schmeckte. Der Prinz deutete auf den rauchenden Schornstein. Die Alte hat den Ofen schon angeschmissen. Lass uns lieber gehen. Schneewittchen jedoch brach ein Stück Lebkuchen ab und gab es Chrysant. Knusper, Knusper, Knäuschen, krächzte eine brüchige Stimme. Schneewittchens Kaubewegungen stoppten augenblicklich. Der Prinz sah aus, als wollte er auf der Stelle losheulen. Dann ging alles sehr schnell. Die beiden wurden gepackt, bewusstlos geschlagen und aus Knusperhaus geschleift.